Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Mit mir immer gleich. Ja, es ist mal wieder Rumble Time. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Gilde Nummer 1, sofort und gleich gegen. Warum erkennt er mich gerade nicht? Gilde Nummer 1 gegen Tidefree. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist. Es ist richtig, richtig knapp. Jetzt muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen, hier, was hier momentan Sache ist. 48 haben von denen gekämpft. Und bei uns momentan 46. Jetzt werde ich auch mal mit meinem Kampf anfangen. Und dann schauen wir mal, was wir hier so reißen können in diesem Match. Gegen Sumsinator von Tidree. Den Karat 75 Leben. Okay. 75 Leben. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, dann jetzt hier den Stewie mit Fashion Wrestling zu spielen. Autschen. Jetzt muss ich auf jeden Fall als allererstes hier den da hinflatschen und jetzt habe ich echt ein Problem, ne? Houston, wir haben ein Problem. Ich muss den Home-Ec-Teacher spielen. Und jetzt muss ich irgendwie noch zusehen, dass ich den da geblockt bekomme. Er ist ja jetzt in der nächsten Runde erstmal weg. So. Und jetzt blocken wir erstmal hier vorne noch das Horsecamp. So, hier heilen wir uns jetzt wieder hoch mit dem Mr. Deliver. So, und das Match haben wir mit 85 wenigstens noch gewonnen. Holy shit. Mein lieber Scholli, das war jetzt echt richtig knapp. Ich habe schon, hat schon die Unterbüchs voll jetzt hier eben gerade. Dafür dachte, das kann nicht wahr sein. Ich jetzt hier gleich im ersten Match den Frack voll. So. Will 2722. Ja, Cadet Hill soll es sein. Cadet Hill soll es werden. Es sind genau 38, der hat aber Schild von oben. Nichtsdestotrotz kann er das nicht überleben, weil ja noch meine Gasattacke hinten dran steht. Ich würde eigentlich genug runterkrüppeln, dass der sich dann nicht mehr hochheilen kann. So hätte ich allerdings 39, 41, 61 Schaden, das reicht nicht ganz. Dann macht er einen Angriff. Und dann kommt die Gasattacke durch. Aber die Revanche haben wir auch noch. Dann wäre mein Eugene Belcher weg. Wir machen es so rum im Bürgermaskottchen. Das sollte eigentlich, naja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn die Karte weg gewesen wäre, um mehr Punkte rauszuholen. Wieder 85. Okay. Zweimal 85, das ist jetzt doch sehr ärgerlich.
Gerade bei einem so engen Punktestand wünscht man sich doch tatsächlich ein bisschen mehr, na, als 85. Ich mir vorstelle, ich gewinne, ich würde 10 Matches auf die Art gewinnen, hätte ich gerade mal 850 Punkte. Alle denken, ich hätte ein Match verloren. So, NKD 76.000. Ja, was durchaus passieren kann, aber ist schon ärgerlich, wenn man 10 Matches gewinnt und dann trotzdem nur so wenig Punkte rausholen würde. Also jetzt schauen wir uns mal NKD 76.000 an, was der hier so macht. Erstmal schaue ich mir an, was ich hier zur Auswahl bekomme. Ja. So, jetzt bitte mach doch mal irgendwas, komm doch mal mit irgendwas, wo man gleich mal wegflatschen kann. Vierzig Schaden hat nichts zum Heilen. So. Das ist schon immer gut. So, und jetzt sollte eigentlich, dann habe ich in der nächsten Runde 59 Schaden. Ja. Jetzt haben wir schon 67 Schaden. Egal, jetzt komm. Da vorne ist alles kaputt. Eine glatte 100. Jetzt wenigstens mal eine glatte 100. Das ist schon mal schön. Ich habe 270. So. Ja, Peter mit Fashion Wrestling ist am Start mit 49 Schaden gleich im First Hit. Jetzt haben wir 53, 60 Schaden nach vorne. Schaden. Dave 45 mit einer glatten 100 besiegt. Immer bei 270. Und die kämpfen tatsächlich jetzt auch noch mal. Ja, kommt denn jetzt noch Nummer 49 oder was? Oder versuchen Sie jetzt hier noch ein paar Punkte zu. Wir müssen uns die Zahl jetzt merken. 39, 4, 13. Mir gefällt das jetzt ganz und gar nicht. 39, 4, 13. Der Sumsinator wieder. Würde keinen Sinn machen, weil er oben Hijack hat. Das heißt, ich werde jetzt hier noch von der Seite mit reinhauen. Ich verliere zwar die Karte, aber ich bin trotzdem noch im Rennen. 96. 39, 4, 13 waren es, ne? So, Balio, Namen Leon Peddard, Cigarette Addicts. Und wenn Cigarette Addicts erstmal am Start ist, dann kann ich euch jetzt schon garantieren, da passiert jetzt gar nichts mehr. Also das ist Cigarette Addicts ist sowas von mega OP.
Das ist einfach unglaublich. Kann ich jetzt schon wegskippen. Es wird eine glatte 100 geben. Gegen Balio. Balio. Schauen wir mal. Automatik raus. Ja, wir müssen jetzt einfach mal schauen. Vielleicht habe ich ja Glück. Und natürlich habe ich es nicht. Ich schaue jetzt erstmal, was passiert. Was macht er mit dem Kleiderschrank? Tatsächlich nicht wirklich viel. So. Art Petrov. Ja. Hat auch nochmal 90 Punkte gemacht. Ist das jetzt ein neuer Spieler bei denen oder? Ist jetzt Nummer 49. Nee. Dieser Neo GS Raider macht das scheinbar. Das gefällt mir nicht. Sumsinator schon wieder. Ist krass, ne? Du hast 50 Leute, 50 Spieler im Match und du kriegst dreimal den gleichen. Ein Hoch auf die Random-Funktion. Also für die Leute, die jetzt nicht programmieren. Random ist eben Zufall, Zufallszahl. Da gibt es verschiedene mathematische Möglichkeiten, wie man Zufallszahlen entwickeln kann. In der Regel ist es einfach nur eine Funktion, die aufgerufen wird und man legt fest von einem Bereich zum anderen Bereich. Also zufällig eine Zahl ausgesucht werden. Eigentlich sollte das dann auch mit einem ordentlichen Random sehr unwahrscheinlich sein, dass du dreimal den gleichen bekommst bei 10 Matches von 50. So 22 Minuten noch. Nochmal Fashion Wrestling. Nochmal Chicken Fight. Bänder. Roboterverbindung. Power Target Patriot Ale. Yachtclub. So, jetzt sind wir bei 2000 Punkten Unterschied. Und jetzt kriege ich so eine Scheiße hier. Ich fange jetzt einfach mal mit der Wiegeschule an.
der Stuffington Academy. Ich muss den jetzt ein bisschen unter Druck setzen hier. Machen wir die Blurns Ball hinterher. Und jetzt habe ich natürlich Glück. Sitze ich aber nach vorne. Also was heißt Glück? Ich meine, ich habe jetzt hier ja schon genug Pech mitgehabt. Ne? Kann man auch mal ein bisschen Glück haben, würde ich mal sagen, oder? So, jetzt kommt noch der Diorama Gene mit hinzu. Und jetzt haben wir das Ding gewonnen. Ich habe immer schon gedacht, oh mein Gott, kriege ich jetzt wieder nur Supportkarten? Das wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich möchte. 92 nochmal gemacht. So. So, jetzt haben wir erstmal unsere Hausnummer hier. ~41,502. Das sind knapp 2000 Punkte Unterschied. Neo GS Raider ist scheinbar fertig. Das war der da unten gewesen. So wie es aussieht, haben. Also wenn ich das jetzt richtig einschätze, haben die unter Umständen jetzt noch zwei Accounts. Alle anderen haben sehr wahrscheinlich alle ihre Matches gemacht. Mit zwei Accounts. Selbst ihre zwei stärksten hatten 1860 gemacht. 1960. Also sie dürften jetzt nur noch ~94 Punkte liegen lassen. Das heißt, mit zwei Accounts müssten sie machen 1106. 1906 so rum. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Sieht stark danach aus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like und einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.